Ich liebe den Kunstunterricht. Wow, das sieht super aus. Dann kommt jetzt die Farbe. Und ich habe hier was Besonderes drin. Oh wow, die perfekten Farben für mein Bild. Ich fange mit Grün an. Ich darf nicht über den Rand malen. Das wird wie ein Regenbogen aussehen. Sieht schon gut aus. Also, es ist ein Meisterwerk. Ein wundervolles. Wow, du hast das gemalt? Mein Pinsel hat schon bessere Tage erlebt. Tja, mehr habe ich eben nicht. Ich fange mal lieber an. Und ich habe eine coole Idee für mein Kunstprojekt. Hey, Lizzie, ich verpasse dir einen Anstrich. Hä? Was hast du gemacht? Mein schönes Haar, du Monster! Mädels, hört auf, ich meine es ernst. Was ist los? Drehen wir das Rad. Zeichnet bitte ein blondes Mädchen. Ein blondes Mädchen könnte schwierig werden. Aber ja, ich weiß. Lizzie? Okay, okay, ich werde dein Model sein. Super, nicht bewegen. Was machst du da? Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Ich zeichne die Umrisse von deinem Gesicht halt einfach still. Hm, gar nicht so einfach. Du hast grüne Augen, stimmt's? Oh, das ist ein schöner Lippenstift. Und fertig! Wow, ist echt gut geworden. Ich hab dich echt gut getroffen. Soll das ein Witz sein? Sehe ich wirklich so aus? Ich brauche mehr Make-up. Ich bin echt talentiert. Ich könnte mit Porträts Geld verdienen. Puh, jetzt fühle ich mich besser. Wart mal, ich habe eine Idee. Hey, notleidender Künstler, komm mal her. Bitte nenn mich nicht so, ich heiße Jeff. Bringen wir es hinter uns. Ja, ja, Inspiration. Guck dir meine Schöpfung an. Oh, wow, danke. Da fehlt aber noch Farbe. Ich nehme aber keine normale Farbe. Zuerst lege ich eine Schablone über die Zeichnung. Und dann brauche ich mein Make-up und einen kleinen Spachtel. Mit dem Spachtel kratze ich das Make-up ab. Ich brauche nämlich Pulver. Ich mache das auch mit anderen Farben, aber ich brauche nicht viel. Das Pulver streue ich dann über das Bild. Ich mische die Farben und mit meiner Hand wische ich drüber. So bekomme ich diesen coolen Effekt hin. Das sieht doch toll aus. Wow, damit bin ich echt zufrieden. Wirklich? Du hältst das für Kunst? Wir werden das hier gleich herausfinden. Oh, stimmt. Ein Bild aus einem Albtraum, Naomi. Du hast es wenigstens versucht. Lizzie, so bunt und fantasievoll. Erkennst du den Unterschied? Lizzie hat gewonnen. Ja, ich wusste es. Aber es sollte doch ein blondes Mädchen sein. Bereit für die nächste Runde? Dann drehen wir das Rad. Und es ist beim T-Shirt gelandet. Sehe ich aus, als würde ich T-Shirts anziehen? Fein, ich helfe euch. Wie macht sie das? Ich glaube, sie ist eine Hexe. Cool, Gratis-Klamotten. Das ist nicht mein Stil. Los geht's, aber zuerst ein kleiner Snack. Das ist voll lecker. Was machst du da? Du hast keine Zeit dafür. Bitte, für Snacks ist immer Zeit. Besonders für die Leckeren. Meinetwegen, ich muss telefonieren. Hallo? Ich brauche deine Hilfe. Darling, es ist mir ein Vergnügen. Hm, schauen wir mal. Das ist genau das Richtige. Bring das zu Lizzie. Komm schon, beeil dich. Warum dauert das so lange? Endlich. Oh, die Schachtel ist golden. Wow, da sind so viele schicke Pailletten drin. Warte, ich muss niesen. Ah, der war gut. Oh, guck dir das an, der perfekte Zufall. Ich probiere den gleich an. Der sieht total schick aus. Das war ja einfach. Oh, Frau Lehrerin? Sehr schick, Lizzie. Oh, so eins könnte ich jeden Tag essen. Oh, ich habe meine Jeans voll gekleckert. Das gibt einen Fleck. Ich muss das gleich rauswaschen. Sollte nicht lang dauern. Ich brauche nur ein paar Sprühstöße. Und dann ist der Fleck weg. Was? Wie ist das denn passiert? Bleiche war wohl keine gute Idee. Warte mal. Ich habe eine grandiose Idee. Ich lege ein Blatt aufs T-Shirt. Und dann kommt das Bleichmittel. Ich besprühe das ganze T-Shirt. Aber ich darf das Blatt nicht verschieben. Dann warten. Wenn es trocken ist, kommt das Blatt runter. Wow, das gefällt mir. Das wird mir total gut stehen. Das ist perfekt. Klar, wenn man auf sowas steht. Okay, wird Zeit für die Beurteilung. Lasst mich mal sehen. Hm, das ist schwierig. Sie sind sehr unterschiedlich. Ich kann mich nicht entscheiden.
Okay, es ist unentschieden. Wir haben beide gewonnen. Juhu! Ich meine, ugh. Mir ist langweilig. Hat noch jemand Hunger? Ich brauche was zu essen. Beschleunigen wir die Sache. Ich drehe das Rad. Es sind Pfannkuchen. Im Ernst? Sehe ich aus, als würde ich kochen? Aber ich versuch's mal. Zuerst brauche ich eine Pfannkuchenmischung. Natürlich in verschiedenen Farben. Das müssten alle sein. Warte, ich brauche etwas, um die Pfannkuchen zu backen. Ah, genau das Richtige. Hey, sollten wir unsere eigene Kochplatte mitbringen? Das ist ungerecht. Sch, Naomi, ich muss mich konzentrieren. Oh, vergiss es. Mit welcher Farbe fange ich an? Blau ist eine gute Wahl. Mit diesen Quetschflaschen geht's viel einfacher. Ist wie beim Zeichnen. Ich male zuerst ein Gesicht. Oh, das sieht glücklich aus. Und jetzt fülle ich es aus. Ich muss mich beeilen. Es soll ja nichts anbrennen. Jetzt zu den Augen. Ich nehme die weiße Mischung. Vorsichtig, jetzt bloß nicht vermasseln. Jetzt kommt die schwarze Mischung. Und dann kommt die gelbe Krone. Ich habe genauso eine zu Hause. Ich mache noch Sabber an den Mund. Jetzt müssen wir warten, bis er gar ist. Wenn er Blasen schlägt, ist er fertig. Ich hole den gleich vom Herd runter. Nicht schlecht für mein erstes Mal. In den könnte ich sofort reinbeißen. Sehr schön. Ach komm schon, wie soll ich denn da mithalten? Der ist für jemand ganz Besonderes. Wo wird das Rad anhalten? Finden wir es heraus. Oh, das ist noch nie passiert. Macht einfach, was ihr wollt. Was willst du machen? Ich bin nicht gut unter Druck. Aber ich habe eine Idee. Oh, da ist also mein Goldbarren hin. Ach, so ein kleiner Diamant. Ich sollte meine Tasche öfter mal ausräumen. Hier ist so viel Kleingeld drin. Das hört ja nie auf. Ist mir ganz peinlich. Entschuldigt bitte. Ah ja, den habe ich gesucht. Mein Goldstift. Ich drücke ein paar Mal drauf. Und schon fließt die Tinte. Jetzt kann ich zeichnen. Gold ist meine Lieblingsfarbe. Sie macht mich so glücklich. Zuerst zeichne ich die Form einer Glühbirne. Da kommen zwei ovale Kreise rein. Richtig, das werden die Augen. Ich drehe den Stift um und male einen Schattenwurf. Ist nur ein kleines Extra. Als nächstes kommt der Mund. Okay, es sind eher Zähne. Das war's, ein goldener Totenkopf. Schick, oder? Ich bin fertig. Wow, dieses Bild ist mehr wert, als ich je besitzen werde. Aber okay, ich krieg das hin. Ich habe zwar keinen schicken Stift. Ich habe nicht mal einen Stift. Das ist ekelhaft. Gar nicht gut. Das war nur Wunschdenken. Hey, da liegt was unter den Bleistiftspänen. Ein Kaugummi? Wonach der wohl schmeckt? Minzig. Igitt, du bist echt schlimm. Hör auf zu überdramatisieren. Wart mal, ich habe eine Idee. Hey, kann ich das mal kurz haben? Danke. Zuerst zeichne ich einen Kreis auf das Blatt. Dann male ich den aus. Ich mache enge Linien, bis der Kreis komplett bedeckt ist. Dann mache ich noch zwei kleine Kreise. Ich platziere sie an den Seiten des großen Kreises. Jetzt brauche ich ein dunkleres Pink. Mit dem mache ich die Details. Als nächstes kommen die Augen. Ich mache zwei schwarze Punkte. Da mache ich zwei weiße Kleckse rein. Ein süßes Schweinchen. Jetzt drücke ich die Glasscheibe drauf. Dadurch wird die Farbe breit gedrückt. Ist jetzt kein Meisterwerk geworden. Aber besser geht's nicht. Das, oh mein Gott, das ist echt übel. Können wir das bitte einfach hinter uns bringen? Oh, ihr wartet auf mich? Soll das ein Schwein sein? Je weniger ich dazu sage, desto besser. Sorry. Dann werde ich ja wohl gewinnen. Na los, raus damit. Wow, außergewöhnlich. Lizzie hat gewonnen. Scheint fair zu sein. Das ist eure erste Challenge. Oh, wie romantisch. Das kann ich. Matthew? Was machst du denn? Deine Hand ist so weich. Jetzt wird's verrückt. Mir ist noch nie aufgefallen, wie hübsch du bist. Na und? Hey, ich habe eine Idee. Ich halte die Stifte zusammen und dann zeichne ich. So bekomme ich ein Doppelherz und einen 3D-Effekt. Das sieht voll gut aus. Was? Warte mal. Sorry, Mädels. Bin beschäftigt. Nur einer gehört mein Herz. Und das ist Stacy. Sie ist perfekt.
Wow, das sieht ja unglaublich aus. Ich muss auch was malen. Und ich habe eine Idee. Ich drücke die Stiftspitzen aufeinander. Dadurch verlaufen die Farben. Genauso. Das sollte reichen. Jetzt zum lustigen Teil. Wenn ich das Herz jetzt ausmale, verschmelzen die Farben. Das gibt einen coolen Effekt. Fantastisch. Wie bei einem Regenbogen. Schau dir das an, Stacy. Was sagst du, Lilly? Ein einfallsreicher Farbeinsatz, Matthew. Stacy, deins ist anders. Aber der Gewinner ist eindeutig Matthew. Oh, du bist zu nett. Das ist für dich, Stacy. Oh, danke. Das Popcorn ist lecker. Wo sind nur meine Manieren? Danke, Matthew. Fang! Oh! Da kommt einer! Guter Wurf! Kopf hoch! Was? Hey, der Look steht hier! Oh Mann, das ist ja voll lustig! Was ist hier los? Hey, ich bin ein Vogel! Ich find's toll! Du siehst ganz weich und kuschelig aus! Leute, wir haben immer noch eine Challenge! Ups, fast vergessen! Als nächstes haben wir ein süßes Küken! Kein Problem! Oh, da ist ja noch Popcorn übrig. Vielleicht helfen mir die Körner. Ich streue sie aufs Blatt. Vorher habe ich aber Kleber aufgetragen. Jetzt schüttle ich die überflüssigen Körner runter. Und ein Küken bleibt. Wow, das ist eine coole Idee. Ich nehme diesen Goldbarren. Hab immer einen für Notfälle dabei. Ich rasple es direkt aufs Blatt. Was? Du hast Gold? Wer bist du? Damit bin ich fertig. Jetzt habe ich ein goldenes Küken. Schau, wie es funkelt. Das sieht sehr süß aus. Du entscheidest, Lilly. Eine schwierige Aufgabe. Die sind beide ähnlich. Obwohl eins aus Edelmetall ist und das andere ist eher schlicht. Wisst ihr was? Es steht unentschieden. Glückwunsch. Juhu. Scheint mir fertig. Oh, das ist ein Vogelruf. Und eure erste Kunst-Challenge. Mal nachdenken. Oh, dieser Schal. Das sollte nicht zu schwer sein. Was? Ist das, was ich denke, dass es ist? Raus hier, du blöder Vogel! Das verleiht mir wenigstens einen kleinen Vorsprung. Ich habe genau das Richtige, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Wie ist das denn da reingekommen? Egal. Wie ich schon sagte. Ist das eine Art übler Scherz? Okay, endlich, meine Sachen. Na toll, noch ein langweiliges Buch. Nicht hilfreich. Eine Taucherbrille? Das hilft mir echt nicht weiter. Was sollen all diese Formeln? Kein Plan, was das alles bedeutet. Aber wenn ich drüber nachdenke, Zahlen können mir helfen. Sobald ich den Körper gemalt habe, kann ich hier ein paar magische Zahlen verwenden. Und am Kopf auch. Sieht langsam aus wie ein Vogel, oder? Warte nur, bis die Farben ins Spiel kommen. Alles klar, mein kleiner Piepmatz. Ich verpasse dir ein paar schöne Federn. Mit allen Farben des Regenbogens. Fertig! Was denken Sie? Sehen Sie die Zahlen darin? Wunderschön! Und was ist mit dir? Mir hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weiter bin ich nicht gekommen. Oh! Du gewinnst diese Runde, Annie. Oh, yay! Für mich? Danke. Unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. War ja klar. Oh, die nächste Challenge wartet auf euch. Ich habe schon viele Äpfel gesehen. Ich weiß genau, wo ich anfangen muss. Am wichtigsten ist ein perfekter Kreis. Aber wo soll nun der Stamm hin? Der Kreis nimmt schon die ganze Seite ein. Ugh. Nochmal von Anfang. Ich könnte eine kleine Inspiration gebrauchen. Moment, ich sehe den perfekten Apfel. Sie scheint abgelenkt zu sein. Ich leg los. Mission Apfel Impossible kann beginnen. Ich bin bewaffnet und bereit. Ein sauberer, sorgfältiger Schnitt ist alles, was es braucht. Was macht Annie da? Hör sofort auf, setz dich hin! Sorry! Oh Mann, ich war so nah dran! Schätze, ich zeichne einfach, was ich kenne. Wie ist das englische Wort? Apple?
So einfach. P-P-L-E. Moment mal. Wenn ich das Wort durch 5 teile, oder besser gesagt durch einen Apfel, dann komme ich dem Ergebnis immer näher. Okay, ich male die 5 etwas größer. Wer hätte gedacht, dass nur eine Zahl einen halben Apfel ausmachen kann? Man würde echt nicht meinen, dass es mal eine Zahl war. Besonders, wenn man alles ausmalt. Mit der richtigen Mischung bekommt man einen 3D-Effekt. Den Stamm nicht vergessen. Etwas schattieren und ein paar zusätzliche Details. Und das Teil sieht so gut aus, dass man es essen könnte. Findet ihr nicht auch? Tada! Fertig! Ich auch. So realistisch und so, einfach. Da muss ich nicht lange nachdenken. Bravo, Annie. Gewonnen, ja! Ich wünschte, ich hätte einen echten Apfel. Ich auch. Oh, da hat schon jemand dran geknabbert. Oh. Ha, meiner ist frisch. Eins, zwei, drei, los! Eine Blume? Okay, das ist einfach. Müssen wir das machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Moment mal. Die bringt mich auf eine Idee. Ich bin ein Genie. Ich lege meine Ketten auf das Blatt und dann male ich einfach drüber. Da muss nicht so viel Farbe sein, aber verschiedene Farben. Okay, das sollte reichen. Mit der Pinselspitze ziehe ich die Ketten über das Papier. Die ziehen die Farbe mit. Und so werden sie auch gemischt. Das ist meine Version einer Blume. Ziemlich gut, stimmt's? Wow, ich bin beeindruckt. Jetzt kümmere ich mich wieder um mein Make-up. Das ist meine Chance. Ich muss gut aussehen. Ich muss auf meinen Ruf achten. Ja, das ist toll. Genau den brauche ich. Jetzt kann ich meine Blume erschaffen. Ich tupfe etwas Farbe mit dem Make-up-Pinsel auf. Das gleiche mache ich noch mit Grün. Das sieht schon gut aus. Jetzt noch ein paar Details und fertig. Die sehen schön aus. Den lege ich mal lieber wieder zurück. Was machst du da? Nichts. Gut, dann störe mich nicht bei meinem Make-up. Ich sehe so glamourös aus. Oh, die Zeit ist um. Was sagst du? Beeindruckend, nicht wahr? Meins ist etwas subtiler. Exzellente Arbeit. Sehr interessant, Sarah. Ich wusste, dass es gut ankommt. Das gibt's nicht. Was ist so lustig? Du hast Farbe überall im Gesicht. Meine wunderschöne Haut. Nein, das ist ein Kunstwerk, Sarah. Zeig es der Welt. Beide Arbeiten sind exzellent. Das habt ihr beide gut gemacht. Eure nächste Aufgabe ist, ein Einhorn zu zeichnen. Ja, ich liebe Einhörner. Das sieht aus wie ein Pferd, oder? Ich bin furchtbar im Zeichnen von Tieren. Was? Schau dir das an. So viele Scheine. Die gehören dir, wenn du mir ein Einhorn malst. Sarah, ich bin enttäuscht. Nein, das zeichnest du selbst. Dann eben nicht. Ich werde in dieser Runde versagen. Das scheint mir ein bisschen zu dramatisch. Aber es gibt einen Heft dafür. Ich lege meine Hand flach auf das Blatt und zeichne drumherum. Und jetzt fülle ich sie aus. Es ist so einfach, ein Einhorn zu zeichnen. Jetzt male ich es aus. Pink ist die perfekte Farbe für ein Einhorn. Oh, das ist so süß. Ich male auch das Horn aus. Das geht so schnell. Es ist fertig. Oh, schau mal. Warum bist du so glücklich? Das bringt mich auf eine Idee. Ich kopiere einfach Molly. Aber ich mache ein reiches Einhorn. Das wird das perfekte Horn. Kunst kostet eben Geld. Was sagst du dazu? Im Ernst? Das ist genau wie meins. Nein, meins kostet mehr. Juhu, Frau Lehrerin. Oh, schaut euch das an. Wunderbar. Sehr gut, alle beide. Ich bin eine Künstlerin. Na gut, das lasse ich mal gelten. Ups. Die erste Challenge. Was das wohl ist? Oh, so ein süßer Hund. Darf ich ihn behalten? Okay, Konzentration.
Künstler machen das immer. Wofür das gut sein soll, weiß ich nicht. Der Hund ist echt klein. Hey, jetzt weiß ich's. Hä? Wofür macht man das? Ach so, ich verstehe. Ich zeichne meine Hand nach. Was machst du denn? So war das nicht gemeint. Ich lege meine Hand so auf das Papier und zeichne sie nach. Nun mache ich einen Hund daraus. Fell, süße Kulleraugen und eine Schnauze. Jetzt noch ausmalen. Sieht schon besser aus. Du kannst auch andere Farben nehmen. Fertig, ist er nicht süß? Das hat Spaß gemacht. Ich nenne ihn Lucky. Hey, das ist echt gut. Meins sieht etwas anders aus. Der Versuch zählt. Wer hat gewonnen? Juhu! Schau, da passiert etwas. Käse, lecker! Die sehen aus wie Hundeknochen. Passend zur Challenge. Wie die wohl schmecken? Moment mal. Kekse? Hundeknochen? Der Hund? Halt! Die sind nicht für dich. Die schmecken gut. Kann ich das Rezept haben? Oh, das wird dir auf den Magen schlagen. Was ist? Die Kekse sind für den Hund. Igitt! Wieso sagst du mir das jetzt erst? Ich hab's versucht. Hey, komm her. Wir haben Leckerlis für dich. Oh, so ein braver Junge. Hier kommt dein Leckerli. Das Posieren hat dich bestimmt hungrig gemacht. So ein cleverer Hund. Hier, der ist für dich. Toll! Ein Einhorn? Könnte knifflig werden. Ich versuch's mal mit den Stiften. Eine große Auswahl. Was nehme ich nur? Pinsel oder Stifte? Stifte! Damit wird das Malen leichter. Dann mal los. Ups, bin ausgerutscht. Entschuldige. Von wegen. Na warte. Du bist so kindisch. Ich wollte doch nur helfen. Ach ja, ich helfe dir auch. Hör auf damit. Nimm das. Hier fehlt noch Farbe. Hier fehlt noch Blau. Grrr, mir reicht. Nimm das. Schluss jetzt. Auszeit. Die Klügere gibt nach. Hier, neues Papier. Okay, ich will dich aber nicht anschauen. Endlich kann ich in Ruhe malen. Und los. U-N-I-C-O-R-N. Die Buchstaben verbinden. Jetzt kommt der Kopf. Und die Beine dazu. Dann male ich es aus. In Pink wird es gut aussehen. Der Sieg ist mein. Sieht fast wie echt aus. Jetzt noch der Schwanz. Fertig. Das war leicht. Tada! Oh nein. So sieht mein Bild aus. Echt gut. Wahre Kunst. Ich kann mir schon denken, wer gewinnt. Wusste ich's doch. Juhu! Gibt es einen Preis? Hoffentlich ein echtes Einhorn. Das ist auch gut. Nein, der ist zu klein. Wo ist... Ah, das sieht lecker aus. Wenn ich ein kleines Stück probiere, merkt sie nichts. Genau meine Größe. Achtung, gleich gibt es eine Sauerei. Dein Ernst? Oh nein, ich bin gestolpert und auf den Kuchen gefallen. Der Rest ist für dich. Ist das zu fassen? Entschuldigung. Hier gibt es nicht viel zu tun, ha? Huh? Ja, aber eine kleine Pause und ein Snack schadet nichts. Oh mein Gott, was ist das? Die Direktorin, sie ist auch hier. Also dann aufpassen bitte. Ich suche diese Pop-It-Handy-Hülle, okay? Verstanden? Ich habe sogar eine Vorlage für euch. Vorlagen für Handyhüllen? Das klingt nicht sonderlich spaßig. Trotzdem mache ich dich platt. Von wegen. Ich habe schon eine Idee. Ja, Süßigkeiten sind die Lösung, wie immer. Ich lege sie nach und nach auf die Vorlage. Dabei ordne ich sie schön in Reihe und Glied an. Okay, nun bedecke ich den Rest der Vorlage damit. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich habe auch schon eine clevere Idee. Mit diesem kleinen Nudelholz mache ich meine Mama stolz. Ha, das hat sich gereimt. Okay, nun zu den Farben. Ich male orangene Punkte auf mein Nudelholz. Alles schön in einer Reihe und dann kommt Gelb dazu.
Das Blau ist so kräftig. Das gefällt mir total. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Okay, ich bin fertig mit den Punkten und kann losrollen. Ha, sieh dir das an. Das hat voll gut funktioniert. Hey, Frau Direktorin, ich bin mit der Aufgabe fertig. Oh, ach ja, die Aufgabe. Lass mal sehen. Okay, okay. Eine interessante Technik. Sehr gut. Und nun zu dir. Oh, aber natürlich. Sie werden sehr beeindruckt von meinem Bild sein. Oh, Mist, ich bin so blöd. Ist mir das wirklich gerade passiert? Ich habe die Aufgabe gelöst, ehrlich. Okay, na schön. Ich glaube dir. Aber der Sieger ist eindeutig sie. Das Handy ist mein Preis? Voll cool. Vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich auch mit dem Puppet spielen. Und jetzt bestelle ich mir etwas. Ja, eine große bitte. Danke. Oh, das ging schnell. Hervorragender Service. Yes, Zeit für Pizza. Ich bin ja sowas von hungrig. Halt, er ist immer noch traurig. Hey, ich habe Pizza bestellt. Willst du auch ein paar Stücke? Oh, auf jeden. Sehr gerne. Danke dir. Mal sehen, wie mir die Farbe steht. Oh gosh, ich habe Lippenstift auf den Zähnen. Vielleicht funktioniert dieser Winkel besser. Jupp. Nun ist das Bild fertig. Tada! Ich habe die Direktorin abgemalt. So malt man ein Porträt. Siehst du? Los, wer es am besten ausmalen kann. Wenn das so ist, dann brauchen wir etwas Make-up. Hier ist auch ein Täschchen für dich. Also dann, das Make-up liegt bereit und ich kann loslegen. Womit fange ich am besten an? Ah ja, hiermit. Ich bin ein großer Fan von knalligen Farben als Lippenstift. Das Pink ist echt schön. Das gefällt mir gut. Nun etwas Blau. Das kommt auf die Augenlider. Das Blau glitzert so richtig schön. Rouge darf natürlich nicht fehlen. Ich möchte die Wangenknochen schön betonen. Es fehlen noch ein paar bunte Highlights für die Haare. Oh, die Farbe ist perfekt. Ich hätte auch gerne lila Haare. Sie bekommt auch noch ein paar Sommersprossen. Die sind echt süß. Tada! Mein Porträt ist fertig. Mein Porträt ist auch fertig, Frau Direktorin. Wir sind fertig. Du meine Güte, das ist ein ausgefallenes Make-up. Ich will gar nicht hinsehen. Oh, mir gefällt dein Porträt richtig gut. Sehr schön. Tada! Ein weiterer Preis für dich, diese Palette. Yes, ich liebe neues Make-up. Das muss ich sofort ausprobieren. Hä? Huh? Einen Augenblick. Das ist kein Make-up. Das ist weiße Schokolade. Was? Aber was ist mit meinem Porträt? Sie ist zum Küssen schön, oder nicht? Mir gefällt das Bild, egal was die anderen sagen. Ha! Oh mein Gott, du siehst buchstäblich aus wie ein Clown. Was? Oh, ich sehe aus wie ein Clown. Komm schon, Teddy. Ha? Oh, das bringt mich auf eine Idee. Benutzt eure Hände. Wie einfach. Dafür spiele ich etwas Musik ab. Schon besser. Das Lied gefällt mir. Das geht direkt ins Ohr. Schau dir diese Moves an. Oh yeah. Pop and lock. Das ist eine tolle Inspiration. Ich weiß schon, was ich zeichne. Ich umrande einfach meine Hand. Echt einfach. Und jetzt zu den Details. Ich teile es ein wenig auf. Und male es aus. Schön innerhalb der Linien bleiben. Sieht gut aus. Aber ich bin noch nicht fertig. Diese Schlange sieht echt gut aus. Hey Tina, ich bin fertig. Das läuft nicht gut. Hä? Liam ist schon fertig? Moment mal. Seine Locken bringen mich auf eine Idee. Ich weiß, was ich male. Und los. Ich lege meine Hand so auf das Papier. Und male einen wuscheligen Schwanz. Nun zum Gesicht. Es soll richtig süß aussehen. Die Ohren nicht vergessen. Und nun zu den Beinen. Jetzt nur noch ausmalen. Gelb passt perfekt zum Gesicht. Die Ohren werden braun. Und die Blume rot. Und fertig. Es kann nur einen Gewinner geben. Oh, beide sehen toll aus. Ich bin echt beeindruckt. Das ist schwer. Was meinst du, Teddy? Die Entscheidung ist gefallen. Ihr gewinnt beide. Glückwunsch. Schlag ein, Oma. Autsch. Wo ist es? Ich weiß, dass ich es irgendwo habe. Aha. Eine Rose? Wunderbar. Ich kann's kaum erwarten, anzufangen. Ich brauche nur was aus meiner Tasche. Hm, die sind toll. Das ist eine gute Idee. Die schnappe ich mir. Wo sind denn meine Farben hin? Sie ahnt nichts. Ich
verrat nichts. Das verstehe ich nicht. Ich bin gleich wieder da. Irgendwas muss ich doch verwenden können. Ich muss nachdenken. So viel Obst und Gemüse. Sieht sehr frisch aus. Das nehme ich mit. Und das auch. Das ist die Lösung. Okay, ich versuch's nochmal. Hä? Was hat sie denn vor? Ich muss die Drachenfrucht aufschneiden. Gut, dass ich zur Ninja-Schule gegangen bin. Ah! Was zum? Was? Ich komme der Sache näher. Brauchst du Hilfe? Ich schaff das. Ich wusste, dass es irgendwann klappt. Jetzt noch entsaften. Oh, das sieht gut aus. Sie hat recht. Es sieht wirklich gut aus. Ich probiere die mal. Echt lecker. Mist, ich hab getropft. Das bringt mich auf eine Idee. Ich male ein paar Punkte auf das Papier. So, dann mache ich das gleiche mit grüner Farbe. Ich nehme viele verschiedene Farben, bis die Seite bedeckt ist. Fertig. Jetzt beklebe ich die Seite mit Klebeband. Und schneide den Rest ab. Ich will, dass alles gut aussieht. Dann streiche ich über das Klebeband. Dieser Pinsel sorgt für eine schöne, gleichmäßige Schicht. Dann lasse ich es trocknen. Zeit für den Sellerie. Zuerst schneide ich die Wurzel ab. Das sollte reichen. So eine hübsche Form. Ich tauche es in den Saft der Drachenfrucht. Es soll sich schön vollsaugen. Dann drücke ich es auf das Papier. Ich mache das mehrmals. Und erhalte eine richtig schöne Form. Genau wie eine Blume. Als nächstes male ich einen grünen Stiel. Sieht voll gut aus. Ich bin beeindruckt. Ist etwas Sellerie. Nein. Na gut, da gibt's sonst eh nicht auf. Wer bitte isst sowas gern? Das esse ich nie wieder. Das kannst du zurückhaben. Toll, jetzt habe ich was zwischen den Zähnen. Schon okay, ich bin immer vorbereitet. Ich habe diesen Zahnstocher. Das hilft. Sieht gut aus. Moment mal, den kann ich benutzen. Ich kratze mit dem Zahnstocher die Farbe ab. Dadurch kommen die Farben darunter zum Vorschein. Das hebt sich richtig schön von dem Schwarz hervor. Und es ist eine tolle Art, Kunst zu schaffen. Fast fertig. So, das ist das Kunstwerk. Was meinst du, Tina? Bam, bam! Oh, ihr seid fertig. Ich hätte mehr erwartet, Liam. Ich meine, schau dir Omas Bild an. So kreativ. Oma gewinnt. Hast du das gehört? Ich hab gewonnen. Ich bereite mich für die nächste Challenge vor. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Stacy, hier für dich. Hoffe, sie gefallen dir. Dein Ernst? Nein, nicht für mich. Oh, ein Geschenk für mich? Nein, das ist für Stacy. Echt? Was da wohl drin ist? Oh, guck mal. Was? Ist doch nur ein dummes Einhorn. Frauen werde ich nie verstehen. Oh, das ist von meinem Schwarm. Voll süß. Das halte ich immer in Ehren. Das ist eine gute Idee für die nächste Runde. Ein Einhorn. Machst du Witze? Na gut, dann los. Nope, das ist nicht gut. Es ist so weich. Oh, da ist ja noch was in der Kiste. Ist das ein Bonbon? Riecht jedenfalls süß. Der ist lecker. Hä, was ist los? Warte mal. Ich glaube, ich hab's. Jetzt wird gezeichnet. Ich zeichne den Umriss des Einhorns auf kariertes Papier. Dann gehe ich um den Umriss rum. Ja, das wird gut. Als nächstes kommen die Details. Das wird die Mähne. Jetzt den Umriss ausmalen. Dadurch wird alles deutlicher. Und nun zur Farbe. Das wird schön aussehen. Muss nur aufpassen, dass ich innerhalb der Linien bleibe. Das Horn wird mehrfarbig. Das ist gut. Jetzt noch die Schnauze. Und fertig. Lilly, ich bin fertig. Die Zeit ist gleich um. Was? Schon? Was mache ich denn jetzt? Das muss reichen. Tada! Naja, du hast es versucht. Gut gemacht, Stacy. Dein sieht toll aus. Je weniger ich sage, desto besser, Matthew. Stacy gewinnt. Konkurrenzlos. Ja, schon verstanden. Juhu, ich wusste es. Lalala. Wuhu. Oh, ups. Entschuldigt, Klasse. Was haben wir denn dieses Mal? Ein Stern. Fangt an. Was ist das?
Malerutensilien? Ach, das kann Molly haben. Was ist das denn? Wow, heute ist mein Glückstag. Ich lege die Schablone auf mein Blatt. Und hier ist der Pinsel mit verschiedenen Farben. Ich male einfach über die Schablone und bekomme einen coolen Effekt. Jetzt entferne ich die Schablone vorsichtig. Wow, sieht aus wie ein Regenbogen. Das gefällt mir. Das ist das Beste, was du machen kannst? Ich muss mal kurz telefonieren. Hallo? Ich brauche hier Hilfe. Was ist hier los? Einen Stern malen? Einfach. Das ist kein Problem für einen Profi wie mich. Schaut her und lernt. Etwas mehr Herausforderung wäre schöner, aber was soll's. Und ich bin fertig. Man darf applaudieren. Ich weiß, ich bin talentiert. Oh, ihr seid schon fertig? Oh, meine Güte, du bist ein wahres Kunstwerk. Du bist meine Muse. Oh, du. Ich möchte dich jeden Tag malen. Soll ich gehen? Solch eine Schönheit habe ich noch nie gesehen. Das ist für dich. Du bist so romantisch. Ich fühle mich so inspiriert, wenn ich bei dir bin. Lass uns gehen. Hey, komm zurück. Mein Bild. Oh. Oh, mein braver, braver Junge. So hübsch. Nun, warum malt ihr nicht ihn? Sofort. Oh, es geht los. Und ich bin ein Hundeprofi. Ist doch nur ein Kopf, Körper und vier Beine. Sieht etwas simpel aus, oder? Ach, ich versuche es nochmal. Ich denke, größer ist besser. Ach, immer noch schlecht. Nein, geht gar nicht. Oh, hey. Was? Beruhige dich. Hey, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich kann meine Hand als Richtlinie verwenden. Wenn ich einmal die Umrisse habe, kann ich mich um die Details kümmern. Glaubt mir, das wird fantastisch. Seht ihr? Fehlt nur noch etwas Farbe. Und dieser brave Junge hat schokoladenbraune Vibes. Die rosa Zunge darf nicht vergessen werden. Das Markenzeichen aller Hunde. Tada! Gefällt es dir? Die Ähnlichkeit ist erschreckend. Und deines? Annie? Was? Oh, keine Zeichnung. Das heißt, du hast gewonnen, Emma. Oh, die sehen ja lecker aus. Danke. Schokohunde. Ich beginne mit diesem hier. Sieht lecker aus. So cremig. Unfair. Oh, beruhig dich, Kleines. Nimm einen. Oh, wirklich? Danke. Bereit für die nächste Challenge? Ein Kaktus? Das wirst du verlieren. Vergiss es, du verlierst. Los, das wird leicht. Ein Power-Snack für zwischendurch. Du bist ganz ruhig, du bist eins mit dem Pinsel. Fast fertig, geschafft. Puh, sieht aus wie ein echter Kaktus, was? Was ist das denn? Pass mal auf. Den Schwamm ziehe ich nach unten. Mit einem kleineren Schwamm male ich weiter. Es fehlen noch Blüten. Jetzt male ich die Details hinzu. Das wird ein Meisterwerk. Und, was sagst du? Naja, beide sind grün. Ich habe wieder gewonnen. Lass dich nicht runterkriegen. Wow, eine Kaktus-Pinata. Sind da Snacks innen? Lass es uns herausfinden. Erst die Augen verbinden. Okay, ich bin bereit, loszulegen. Wow, so viele Bonbons. Hast du was gesagt? Wo ist sie hin? Hallo? Naja, was soll's? Was ist passiert? Hey, woher kommen all die Süßigkeiten? Schnapp dir Zettel und Stift und lass deiner Kreativität freien Lauf. Verrate uns noch in den Kommentaren, welches Kunstwerk dir am besten gefallen hat.
Teile dieses Video auch gern mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses.